Das ist die Martin Fototasche Adventure 7 und zwar einmal in grün und einmal in schwarz. Die werde ich jetzt hier in dem Film mal kurz vorstellen. Das ist eigentlich nichts weiter als eine kleine Baumwollstofftasche für Kompaktkameras, analog wie auch digital, mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Diese Tasche ist auf der Rückseite hier mit einem Klettverschlusssystem versehen, was dafür sorgt, dass man hier also diese Tasche an der Hüfte, an der Hose, an einem Gürtel tragen kann. Doppelt gesichert, und zwar einmal über diesen Klettverschluss, den man dann hier rüberlegt, festmacht, und dann kann man das noch einmal so befestigen. Wenn man die Tasche aufmacht, auch mit einem Klettverschluss, hat man auf der Vorderseite hier so ein kleines Fach. Da passen zum Beispiel Speicherkarten rein, da passt auch ein Akku rein, da passt auch beides rein. Und wenn wir jetzt die Tasche hier zum ersten Mal rauspacken, dann haben wir hier auch diesen sehr langen Tragegurt, den man sich dann einfach um die Schulter oder um den Hals hängen kann, beziehungsweise die Tasche dann halt eben da dran befestigen kann. Und auf der Innenseite hier können Sie mal kurz das Fach sehen, gepolstert. Passt also, wie gesagt, alles, was klein und kompakt ist, passt hier einfach rein. Dann macht man das zu und dann kann man sich das halt eben entweder an der Hüfte befestigen oder halt eben mit dieser Trageschlaufe dann tragen. Das zeigen wir Ihnen jetzt mal. So, ich habe mir das jetzt mal eben hier am Gürtel befestigt, die Tasche. Ich habe auch hier die grüne genommen, weil ne, schwarz, da sieht man ja nicht so wahnsinnig viel. So können Sie es ein bisschen besser unterscheiden. Also, die Tasche jetzt hier am Gürtel befestigt. Einfacher Zugriff, Kamera rein. Dafür müssen wir sie hier erstmal rausnehmen. Zack, bumm. Man kann natürlich auch andere Sachen mitnehmen und andere Sachen da verstauen, wie zum Beispiel halt eben hier, ne, Handy, zack, einfach rein, wieder zumachen. Also das Ding ist jetzt nicht nur als Fototasche einsetzbar. Hier an den Seiten befinden sich ja diese Schlaufen. Habe ich gerade ganz vergessen zu erwähnen. Da befinden sich hier diese kleinen Karabinerhaken am Tragegurt. Die kann man also hier einfach lösen und wieder befestigen. Und wenn wir schon mal dabei sind, wenn wir das Ganze dann hier befestigt haben, dann kann man hier einfach diese Tasche dann einfach so umhängen. Das heißt, dann würde man die halt eben so tragen oder halt eben ganz klassisch und einfach dann vor dem Bauch. Ne? Dann hängt sie einfach hier unten, dann können Sie auch ein bisschen sehen, so, wo das Ganze dann aufhört. Bei mir ist es genau hier am Bauch. Ja, das ist also die Martin Fototasche Adventure 7. Aber last but not least, da habe ich ja beinahe noch was vergessen, man kann natürlich auch diese Tasche hier einfach verwenden und sie ohne Tragegurt benutzen als weitere Zubehörtasche. Zum Beispiel hier, Beispiel jetzt hier die Ballade 100 von Martin. Das geht natürlich auch in anderen Taschen. Und durch das Klettverschlusssystem auf der Rückseite besteht also auch hier die Möglichkeit, diese Tasche einfach als Zubehörtasche an einem Rucksack oder an einer Fototasche zu befestigen. Das heißt, die wird hier einfach um den Gurt gelegt. Dann schließt man den Klettverschluss. So, zack, und einmal rüber, und dann hat man das Ganze hier an der Tasche zum Beispiel oder an einem Rucksack befestigt und kann hier zum Beispiel noch Sachen reinmachen, wie zum Beispiel Handy, Brieftasche oder halt eben dann doch noch die kleine Kamera, Akkus, Speicherkarten und. Ist also alles möglich hier mit der kleinen Martin Fototasche Adventure 7. Das war es aber jetzt hier bei uns im Shop erhältlich.